Meine Damen und Herren, wie bereits versprochen, heute hier in Cottbus, Colette, hallo. Hallöchen Björn, schön, dass du hier bist. Danke, das kann ich nur zurückgeben. Und als ich dich heute angeschrieben habe, ist es ja dadurch rausgekommen, dass du gerade in Cottbus bist und Peter Hane auch. Und jetzt habe ich gedacht, in Dresden hatten wir nicht die Gelegenheit, nach deiner emotionalen Rede zu sprechen. Mir hat das sehr ein Kloß auch in den Hals gebracht mit deiner Großmutter, wo du das Bild hochgehalten hast. Das scheint dir ja sehr, sehr viel zu bedeuten, logischerweise. Und das ist ein wichtiger Wegbegleiter in deinem Leben gewesen, deine Großmutter, richtig? Ja. Ja, und wie lang bist du jetzt inzwischen so, dass du sagen würdest, ich bin im Widerstand, ich lass mir das nicht mehr gefallen? Ist das schon dein ganzes Leben so oder ist es ab einem gewissen Zeitpunkt X passiert, dass du gesagt hast, jetzt reicht's? Es ist, also ich war vor der Wende schon im Widerstand, zu DDR-Zeiten und musste mich da lange bewerben, weil man gesagt hat, nee, du bist ein Greenhorn, du bist noch zu jung, dich können wir nicht nehmen. Und mit 16 durfte ich dann rein, habe da schon so Repressalien erlebt, die mich halt an vieles erinnern, was heute so passiert. Und ja, habe ja auch Politikwissenschaften studiert, also es ist eine Sache, manche sind halt irgendwie 24-7 im Fußball und ich bin schon immer 24-7 in der Politik gewesen. Woher kommst du, Colette? Aus Aschersleben. Auch gebürtig? Auch gebürtig, ja. Okay. Also ich habe in Berlin studiert und bin dann nach Aschersleben zurückgegangen, weil ich wollte, dass, dass meine Tochter den Familienverband sozusagen auch hat. Das ist mir immer wichtig gewesen. Oma, Opa, Uroma, Uropa und so weiter. Ja. Und das hätte nicht funktioniert. Ich hatte in Berlin gute, also Karrieremöglichkeiten. Ich habe damals beim RIAS und beim SFB gejobbt, wollte ja eigentlich auch Journalistin werden ursprünglich. Und dachte halt, bevor ich Journalismus studiere, dann bist du ja so ein Fachidiot, ist besser, du hast ein Fachgebiet. Ja, und dann kam der erste Krebs. So, dann musste ich mich halt entscheiden. Und die Prognosen waren schlecht, es hieß 5 Jahre. Und dann habe ich gesagt, dann du hast Krebs diagnostiziert bekommen, habe ich das richtig verstanden? Ja. Entschuldigung, ich habe mich noch nie vorher mit dir auseinandergesetzt. Du bist mir ganz doll ins Auge gestochen, als du in Dresden gesprochen hast und muss mich entschuldigen, dass ich da als Journalist... Ich wollte nie Journalist werden. Ich bin der rasende Reporter geworden, nachdem ich merke, dass meine ganze Branche zerstört ist und ich nichts mehr habe, außer diesen... Ich weiß. Für euch ist es ganz schwer. Also für die Künstler ist es ganz, ganz schwer. Und bei dir ist Krebs wann diagnostiziert worden? Ich war 21. Ja. Und dann musste ich halt entscheiden, bleibe ich in Berlin? Gehe ich den Karriereweg irgendwie? Und mein Kind, also die Prognose war ja so. Also das hieß ja für mich, mein Kind kann sich dann an eine halbe Stunde mit Mami abends erinnern und das war's. Und dann habe ich gesagt, das will ich nicht. Also das kommt für mich nicht in Frage. Ich möchte für mein Kind da sein. Ich möchte ihr so feste Werte mitgeben. Ich möchte sie stark machen für ihr späteres Leben, wenn ich nicht mehr da bin, dass ich ihr was Gutes mitgegeben habe quasi. Ja. Dann ist aber, ich habe auch keine Chemo, nichts gemacht. Ja, ich habe mich damit beschäftigt, was Krebs bedeutet, woher es kommt, was die Ursachen sind, bin das dann angegangen. Und obwohl mir gesagt wurde, es gibt keine Spontanheilung, war der Krebs dann irgendwann weg. Und da sagte mir genau der Arzt, der immer gesagt hat, du brauchst eine Chemotherapie. Und das ist jetzt keine medizinische Beratung, das war meine persönliche Entscheidung. Man kann sich auch anders entscheiden. Man kann natürlich auch sagen, ich möchte eine Chemo. Ich habe sie nicht genommen. Und der Arzt, der mich immer unter Druck gesetzt hat, hat dann, als er erfahren hat, dass der Krebs weg ist, hat er gesagt, Colette, das war eine Spontanheilung. Und der hat mir immer wieder gesagt, Spontanheilung gibt es nicht. Vorher, als ich gesagt habe, es kann noch sein, dass es eine Spontanheilung geben wird. Darf ich fragen, was für ein Krebs das war? Das war ein Leberkrebs, was auch ganz schlimm für mich war, weil ich habe nie Alkohol getrunken. Also auch das Bier, was heute steht, ist alkoholfrei. Ja? Mhm. Und wenn ich so 2 Eierlikör habe, bin ich Knatter. Mhm. Also ich vertrage auch nichts. Und da wurde ich damals immer gefragt, ja, haben Sie Alkohol? Und, ne? Also das kam nicht vom Alkohol. Ja, es war einfach da. Ich habe dann rausgefunden, was ich schon erzählt habe, womit es zu tun hat, habe die Konflikte quasi gelöst und damit auch den Krebs aufgelöst. Zumindest macht es in meinem Kopf so Sinn und es ist so funktioniert und genau. Total beeindruckend. Ich habe da gerade so ein bisschen ein Kloß im Hals, weil es erinnert mich auch ein bisschen an meine Familiengeschichte. Da gibt es eine ähnliche Life-Story. Mhm.
Und das gehört aber jetzt gerade nicht her, beziehungsweise ich bin bewundert dich. Ich hielt mich immer für einen sehr, sehr offenen Menschen. Mhm. Aber du gehst ja wirklich genau mit deinem Herzen nach draußen. Du gibst den Menschen wirklich einen Teil von dir mit. Ne? Ja. Das ist mir auch wichtig. Ist sehr also bewundernswert. Ich mag dieses Aufgesetzte nicht. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, die schreibt die Reden auf. Und dann kann das ja nicht authentisch sein, wenn sie es abliest. Aber ich neige dazu, mich in Schachtelsätzen zu verlieren. Und ich sage immer, ich will das keinem antun, dass er mir beim Denken zugucken muss. Ne? Und deswegen denke ich vorher, schreibe auf. Ja. Und trotzdem wären ja diese Dinge immer 20 Minuten lang. Und wenn ich das freireden würde, würden die Leute nach einer Stunde vermutlich einschlafen. Ja. Entschuldigt, aber, dass Björn Banane das nicht kann. Bei mir steht halt das B für Profi. Ja, B für Profi. Ja, wie der Buchstabe Y im Wort Grüne für intelligent steht. Gib ganz uns kleinen Moment. Moment noch für das Interview. Dankeschön. Ja. Ja, du bist eine so gefragte Frau. Jeder möchte immer mit dir sprechen, jeder möchte mit dir sich austauschen. Nun ist Aschers Leben ja auch nicht gleich hier bei Cottbus. Nein. Du tourst durch Deutschland oder wie kann ich mir dein Leben jetzt vorstellen? Ja, also ich versuche natürlich viel Zeit für meine Tochter zu haben. Uns wurde ja die Krankenversicherung gesperrt. Ne? Tatsächlich, ja. Ja, tatsächlich. Seit du reden hältst und politisch aktiv. Nein, das kam erst später. Also es fing mit anderen Repressalien an. Letztes Jahr saß ich ja im Rollstuhl, da hat man mich zusammengeschlagen nachts. Da bin ich 3 Monate. Da warst du übrigens auch in Bernburg auf der Demo. Ja. Da war Beatrix von Storch auch da. Wenn ja, ich erinnere mich. Und da war ich noch im Rollstuhl. Da haben die mir auf die Bühne hochgeholfen und mir so einen Holzbalken hingestellt, damit ich so sitzen kann. Genau. Also die haben sich schon einige Sachen einfallen lassen. Ja, und jetzt im Frühjahr war es so, dass meiner Tochter nicht gut ging und wir waren bei der Ärztin und da sagte die Schwester, irgendwas stimmt mit der Karte nicht. Und dann haben die mehrfach durchgezogen und hat sie mal auf den Screen geguckt und hat gesagt, die ist gesperrt. Ne? Und dann bin ich halt zu der Krankenkasse hin und habe gefragt, warum. Der Typ hat eine Stunde in dem Rechner hoch und runter gescrollt und hat geguckt und hat mir dann nach einer Stunde gesagt, ich finde keinen Grund, aber es ist gesperrt. So. Und dann habe ich gesagt, ich gehe aus dieser Geschäftsstelle nicht raus, bevor ich nicht zumindest einen Behandlungsschein habe. Daraufhin hat mir der Mensch gesagt, die gibt es nur für Asylbewerber. Und da habe ich gesagt, sie wollen mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass jemand von denen seinen Fußnagel auf deutschem Boden setzt und ist krankenversichert und meine Tochter nicht. Ende vom Lied war, ich habe den Behandlungsschein bekommen, er hat sich persönlich eingesetzt, meine Tochter ist wieder krankenversichert, ich allerdings nach wie vor nicht. Was natürlich sehr schwierig ist, weil es ist jetzt seit, ich kämpfe hart, es ist seit 14 Jahren ein weiterer Krebs da, ich brauche keine Chemo dagegen, die will ich wieder nicht, ich lebe auch seit 14 Jahren damit, aber der braucht natürlich in anderer Form Behandlung und die kann ich nicht kriegen. Es gibt aber sehr nette Ärzte auch im Untergrund, im Widerstand, die mir entsprechende Medikamente besorgen, die ich dann nehmen kann, um das so ein bisschen in Schach zu halten. Ja, aber es ist alles nicht so einfach. Also das steht fest. Mhm. Das kann ich bestätigen, ohne dass ich solche Repressalien habe. Bei mir sind es Konten, die gesperrt worden sind, Existenzen. Geschäftspartner, die nicht mehr mit mir arbeiten, ist möchten, genauso die schlimm. So viele Jahre, Jahrzehnte mit mir gut zusammengearbeitet haben, Familie getrennt und zerstritten, beziehungsweise auch von meiner Seite einen Cut gezogen, weil es einfach nicht übereingeht, auf Demos sich verprügeln zu lassen und dann Leute in der eigenen Familie zu haben, die die Spritze setzen. Ja. Das geht halt einfach nicht. Das ist ganz klar. Das hat irgendwann zur Selbstverhöhnung geführt und da musste deine Entscheidung her. Was gibst du denn unseren Menschen da draußen mit? Was können wir tun? Siehst du eher das Glas halb voll trotzdem? Davon gehe ich ja aus. Natürlich. Wenn du so einen schlimmen Krebs bereits besiegt hast und immer wieder aufstehst, was würdest du denn den Leuten sagen da draußen? Was wird hier passieren und wie kommen wir da raus? Also ich glaube, dass wir nur da rauskommen, wenn die Menschen Mut entwickeln. Viele kommen ja aus der Verzweiflung heraus. Auch bei mir ist es häufig Verzweiflung. Wenn Leute sagen, warum bist du so mutig? Sage ich immer, ich bin nicht mutig, ich bin verzweifelt. Aber es können auch Menschen, die noch nicht der Verzweiflung nahe sind, diesen Mut entwickeln und mal diese Es-betrifft-mich-nicht-Mentalität überwinden, die wir auch im Dritten Reich schon hatten. Und ich möchte jetzt gar nicht die Zeit mit dem Dritten Reich vergleichen. Natürlich liegen da Welten dazwischen. Aber die Menschen verhalten sich halt immer so, es betrifft mich ja noch nicht, es betrifft mich noch nicht. Und, aber irgendwann wird sie es auch betreffen. Und wer wird dann noch da sein und helfen? Ja, da muss man auch die verstehen, die eben schon viele Jahre im Widerstand sind.
sind und sagen, du hast mich immer dumm gemacht, du hast so mich, und jetzt soll ich für dich auf die Straße gehen. Natürlich sollten wir zusammenhalten, aber wundern müsste man sich nicht, wenn es irgendwann kommt. Und wenn wir jetzt zu lange warten, wenn die Menschen zu lange zögerlich sind und zu lange Angst haben, dann befürchte ich, dass es zu spät sein wird. Also wir müssen jetzt hochstehen, und zwar viele. Und je mehr es sind, umso weniger ist ja diese Hampelbude, dieses gesamte System in der Lage, die Leute zu bestrafen. Das können sie ja immer nur, wenn es nur wenige sind. Also so wie es mehr werden, funktioniert das nicht mehr. Hältst du diese jetzige und die vorhergehende Bundesregierung für Verbrecher? Ich finde, dass viele ihrer Entscheidungen verbrecherische Konsequenzen hatten, definitiv. Ja, also was da während Corona passiert ist, dieser Testlauf, um mal zu schauen, wie blöd sind die Menschen, wie kann ich sie manipulieren, und auch sehr traurig, dass es da eben Psychologen gibt, die sich dafür hergeben, genau diese Politiker noch zu beraten und zu sagen, wenn du hier den Hebel ansetzt, dann kannst du Angst erzeugen und dann funktionieren die. Das finde ich alles ganz fürchterlich, und ich finde schon, dass Menschenmassen zu manipulieren für wirtschaftliche Interessen oder ähnliches, das sind auf jeden Fall sind es verbrecherische Strukturen, ja, würde ich so sagen, klar. Ja. Wie kann man dich denn unterstützen nach deinem Schicksal und deinem Mut zur Wahrheit? Du bist ja sicherlich damit auch gezeichnet. Ich meine, in Deutschland ist eine Krankenkassenpflicht. Mhm. Du bist aktuell nicht versichert. Mhm. Was kann man denn für dich tun? Also ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn es mal eine Physiotherapeutin in der Nähe geben würde, die Aschersleben. Aschersleben oder Umgebung, die sagen würde, ich würde nach dem Feierabend wie auch immer mal vorbeikommen, oder eine Praxisinhaberin, die sagen würde, ich kann jetzt nicht dreimal die Woche eine Stunde anbieten, aber einmal die Woche eine halbe Stunde Physio, so, das wäre sehr wichtig oder sehr schön, sehr hilfreich, wenn Menschen, da gibt es aber schon einige, die dann fragen, welche Medikamente brauchst du und so weiter, die mir das dann zukommen lassen, das ist toll. Ich habe Menschen, die mich mit, also kein Witz, die mich mit Lebensmittelbeuteln unterstützen, also die klingeln dann wirklich an der Tür, und das dann, die sprechen sich ab, und die eine bringt dann ein Paket Käse und Wurst, und die nächste bringt dann Brot und Butter, damit ich auch für meine Tochter was zu essen habe. Also meine Tochter ist 18 Jahre alt, die mit mir noch in einem Haushalt lebt, und ich glaube, es wäre für jeden verständlich gewesen, wenn sie irgendwann gesagt hätte, Mami, hör einfach damit auf, damit wir wieder ein normales Leben haben. Und es gibt auch Dinge, die ich äußere, die sie nicht versteht, weil sie 18 Jahre alt ist, ja, und einen völlig anderen Erfahrungswert hat. Und ich bin so unendlich dankbar dafür, weil das war das, wozu ich meine Kinder erzogen habe, zu Toleranz. Obwohl sie manche Dinge nicht verstehen kann, wir leben auch in einer Kleinstadt, und sie sagt, ja, bei uns sticht doch keiner einen anderen ab, oder, ne, solche Sachen, aber es passiert ja in anderen Städten. Sie hat noch nicht ein einziges Mal gesagt, Mami, hör auf damit, damit Ruhe ist, Mami, lass das. Und sie hat, nachdem das mit der Krankenkasse passiert ist und die Ärztin, bei der ich war, selbst Migrationshintergrund, und als wir in den Untersuchungsraum reinkamen, ist die Ärztin aufgestanden, hat mich umarmt, hat geweint und hat gesagt, Colette, bitte kämpfe weiter für deine Heimat. Und meine Tochter hat da gesessen, hat zum ersten Mal gesehen, wie ein Mensch mit Migrationshintergrund mich darum bittet, weiterzukämpfen. Und wir sind dort rausgegangen und wir standen vor der Tür, und dann nahm sie mich in den Arm und hat sie gesagt, Mami, und jetzt weiß ich, warum du das machst, weil du möchtest, dass egal welche Meinung ich später mal haben werde, dass ich die frei äußern kann, weil du mich so großgezogen hast. Und mir sind so die Tränen gelaufen, weil das, ja, das war nicht nur dieses, okay, ich akzeptiere es, sondern sie hat es wirklich verstanden. Ja, Wahnsinn. Mit 18. Puh. Ja. Ich weiß manchmal nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin da auch ziemlich geflecht von den Dingen, die du hier erzählst. Und ich habe das ja gar nicht gewusst, dass es auch so, dass du so ein Stehauffrau, so eine Stehauffrau bist. Mhm. Weil das sind ja Sachen, wo andere schon längst aufgegeben hätten. Ja, und Björn, wir unterliegen ja manchmal alle Vorurteilen. Ich weiß natürlich, wie das wirkt. Ich komme da an, ich sehe aus wie eine Tussi. Ich bin geschminkt, dann stehe ich so da, dann habe ich noch ein Kleidchen, dann habe ich noch Hosen. Ist mir lieber als Ökos. Ja. Habe ich nicht gesagt. Ich bin offen für alle Menschen. Aber die Vorstellung ist wahrscheinlich
ungeschminkt, naturbelassen, schlurzige Haare, Gummistiefel an, ne, so, so bin ich halt. Also, Perlenkette, ja, aber geschminkt, Make-up, Haare hoch, tupiert. So, ich mag das halt so und ich stehe da auch nicht für Germany's Next Topmodel. Es geht um die Aussagen, die ich treffe und ich bringe so auch einen Müll runter. Also das mache ich nicht für irgendeine Demo. Ich bin einfach so dämlich, ja, ist halt so. Aber es gibt eben Menschen, die aufgrund dieser Tatsache ein völlig falsches Bild haben und denken, naja, ist wahrscheinlich, scheint der den ganzen Tag die Sonne aus dem Arsch, die fährt da auf irgendeine Demo und hält da eine Rede. Und wenn die wüssten, wie der Alltag aussieht, würden sie vielleicht auch anders denken. Aber ich rede ja auch nicht, ich rede ja auch schon lange, ich rede ja üblicherweise über diese Dinge gar nicht. Ich möchte ja die Stimme der Menschen sein und nicht die von mir. Ich will nicht darüber reden, was mir passiert ist. Ich will darüber sprechen, was den Menschen in diesem Land passiert, denen, die nicht die Möglichkeit haben, ein Mikro zu nehmen und laut zu sprechen. Das finde ich ganz super. Danke. Colette, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass es so schnell jetzt ging. Schön. Hast du eigentlich irgendein Vorurteil über mich gehabt? Weil ich stelle ja fest, es ist ja auch in unserer Bewegung, obwohl wir eigentlich dasselbe Ziel alle haben, ist ja schon eine große Spaltung auch da, wo manche sagen, Mensch, mit dem Banane kannst du gar nichts anfangen. Andere sagen, wir glauben, dass Donald Trump alles rettet. Die Nächsten sagen auf Riesenschwachsinn. Wir müssen auf jeden Fall alle mit Querdenken wieder laufen. Die Nächsten sagen, die AfD wird uns retten. Und da gibt es ja so viel untereinander, auch Disput. Ja. Hast du mir gegenüber irgendein Vorurteil? Ich habe ganz selten Vorurteile. Also ich, auch wenn Menschen mir viel Schlechtes über irgendjemanden erzählen, sage ich immer, ich gucke mir den Menschen erstmal selber an, was er macht, was er tut. Ich habe dich zum ersten Mal in Bernburg bei der Demo gesehen und ich fand, dass du eine super Stimmung gemacht hast für die Leute. Ich bin natürlich eher die Kampfsau, muss man auch dazu sagen. Ich habe das jetzt aber auch in Dessau erlebt, da war der Jan Song King. Da gab es auch Leute, genau, toller Musiker, da gab es auch Leute, die gesagt haben, ja, Kasperle-Theater und so weiter, wo ich gesagt habe, ihr steht immer alle da und sagt, wie kriegen wir die Leute? Aber wir kriegen die Leute nur, wenn wir auch für jeden was dabei haben. Wir brauchen das, dass Menschen wie du, du warst ja vorher im Ballermann, so was ich gehört habe. Ich habe da eine Saison gespielt und habe vorher als DJ 2 Jahrzehnte mein Geld verdient, wirklich hauptberuflich. Ja. Und das war so mein, wenn man das wirklich wahrheitsgemäß sagt, das war so mein Golfspiel, meine elektrische Eisenbahn, die manche Männer im Keller haben, um heimlich nochmal Junge zu sein. Ich habe mir das geleistet, dieses Hobby, dass ich ein Bananenkostüm angezogen habe und gesagt habe, ich mache jetzt einen auf nochmal ganz bekloppt, ganz peinlich, fremdschämend, ziehe ein Bananenkostüm an, was ich mir teuer designen lassen habe und gehe damit am Ballermann und habe sofort einen Plattenvertrag bekommen, habe 5 Nummern rausgehauen und habe in Bierkönig und Krümelstadel bin ich aufgetreten und auf einigen Festivals hier und habe diese saubekloppte Show durchgezogen. Und nachdem aber die ersten Polizisten Omas verprügelt haben, wollte ich nicht mehr übers Aufen singen und war ein anderer Björn geboren und ich hatte keine Lust mehr auf diese Oberflächlichkeit. Ja. Und jetzt komme ich natürlich, verfolgt mich mein Name, weil ist natürlich schon ein bisschen blöd, wenn man irgendwo sagt, hey, bei uns sind alles nur Akademiker, wir müssen über unsere Zukunft auf der Demo reden. Nächste Woche spricht hier Björn Banane. Ja, alle, hau ab, was soll denn das sein für ein Kasper-Theater? Gut, aber die Menschen haben so ein Facettendenken. Ja, das meinte ich ja mit dem Vorurteilen, ja, aber Akademiker hin oder her, wir haben es doch auf den Großdemos gesehen, die ersten 2 waren gut mit Professor, Doktor und Professor, Professor und ne, das war alles schön und dann haben die Leute irgendwann gesagt, ja gut, reicht, also diese Infos kann ich mir im Internet, ich möchte, dass da jemand ist, der die Leute abholt, ich möchte, dass da jemand ist, der Tacheles redet und der nicht Angst hat, ein falsches, wir regen uns alle über diese Political Correctness auf bei Wörtern, aber die stehen ja auch da und trauen sich nicht Scheiße oder Arschloch zu sagen, was soll denn das, als ob die das zu Hause nie sagen würden, als ob die Menschen nicht wüssten, worum es geht. Ne? Ja, also, und ich weiß, dass dich viele mögen und dass sie trotz der Ernsthaftigkeit deiner Texte die Fröhlichkeit der Melodie mögen, weil sie da mitgehen können. Ich habe ganz selten Vorurteile. Ne? Ich habe gegen dich keinen Vorurteil gehabt. Gar nicht. Schön, das freut mich total. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir auch diese internen Dispute überwinden können, weil das ist definitiv das, was wir brauchen in einer neuen Zeit. Ich denke da gerade dran, weil wen soll ich ansprechen, wenn nicht dich? Ich habe deine Rede wirklich sehr aufmerksam gelauscht in Dresden und da hast du den Christian Klar zu seinem Geburtstag beglückwünscht. Und Christian Klar kommt aus meiner Geburtsstadt, aus Gera. Und zwischen uns scheint es einen Disput zu geben, der meines Erachtens nach klärbar ist, denn weder ich habe mit seiner Frau ein Techtelmechtel gehabt, noch er mit meiner, noch ist irgendetwas vorgefallen, wo man sagt,
bis zu unserem Tode werden wir uns nie wiedersehen. Da frage ich mich, wenn wir derselben Ansicht sind und dieselben Werte vertreten, ja, dass diese Ampelregierung wegkommt und die ganzen Themen, warum redet man schlecht übereinander und warum sorgt man dafür, dass es irgendwie trotzdem so eine Truppentrennung gibt, dass ich in Hermsdorf auftrete, wenn ich in Thüringen bin und nicht in meine Geburtsstadt Gera komme? Wie kann man das aus dem Weg räumen? Wir müssen mehr aufeinander zugehen. Also ich habe das ja ganz oft gesagt, dass es gibt auch Menschen aus dem Widerstand, die ich nicht so sympathisch finde, aber wir wollen uns ja nicht alle heiraten. Wir sollen zusammenstehen und sollen in die gleiche Richtung schauen und in die gleiche Richtung kämpfen. Und da muss man seine persönlichen Possierlichkeiten einfach überwinden. Das ist so. Ja. Danke. Deswegen sage ich es dann auch nochmal in die Kamera. Ich komme gern mal nach Gera. Da muss mich nicht jeder mögen. Ich weiß, dass es trotzdem Menschen gibt, die mich echt mögen und die auch wertschätzen, was ich alles getan habe. Auch zur Wahrheitsaufklärung, ob das die ganzen Bürgerdialoge waren mit Scholz, Kretschmer und Co., wo ich die wirklich blöd aussehen lassen habe. Und ich vermisse das, in meine Heimatstadt, wo ich geboren bin, mal zurückzukommen. Und ich kann nur sagen, Christian, wenn du ein wirklicher Demokrat bist, dann lade mich auch gern mal nach Gera ein, dann komme ich gern dazu. Und zwischen uns ist nicht irgendwas vorgefallen, was nicht klärbar ist. Aber Christian ist toll. Also Christian ist zu 100% Patriot. Vielleicht hat Christian eben, was ich vorhin gesagt habe, ein Problem mit diesem, ne, Schunkel oder dass die Leute tanzen. Aber das müssen wir überwinden, denn genau, das ist ja eine persönliche Geschmacksnote. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit Jan Song King, dass da auch Leute waren, die gesagt haben, wie, jetzt geht hier noch eine Bolognese. Aber die Leute waren glücklich in dem Moment. Und gönnen wir ihnen doch auch mal 10 Minuten, 15 Minuten glücklich sein, mitsingen. Wo haben wir das heute noch? Gerade im Widerstand. Und wir können nicht immer nur kämpfen. Wir müssen mal irgendwas tun, was die Augen zum Strahlen bringen. Das finde ich auch super. Mhm. Ja. Colette, das waren ganz tolle Abschlussworte. Darf ich dich mal drücken? Natürlich. Voll auf die Kamera. Ich bin doch vierfach geimpft, da kann doch gar nichts mehr passieren. Mensch, Gott sei Dank. Also ihr Lieben, Colette, ein Spontaninterview heute hier im Spreewald in dem schönen Cottbus. Ja. Und es war ein toller Abend und ich danke dir, dass du ich so spontan danke dir, warst. Ich danke dir, dass du hergekommen bist. Und Grüße an deine Frau, es ist der Hochzeitstag. Heute der 9. Hochzeitstag. Ich gratuliere. Schön. Grüße. Und dabei darf ich andere Frauen knutschen bei unserem 9. Hochzeitstag. Ja, das ist ja alles unverfänglich. Ich gehe zur Podiumsdiskussion. Mach das. Bis Jörn, dann. Komm gut nach Hause. Pass auf dich auf. Also ihr Lieben, hier war wieder voll Dampf. Eine echte Powerfrau, Colette. Und ich muss wirklich sagen, ich kam an meine Grenzen bei diesem Interview, weil das habe ich alles nicht gewusst mit dem Krebs und von was sie lebt. Und ja, es ist eine unglaublich bewegende und spannende Zeit, die ich euch hier präsentieren darf. Mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Werdet Kanalmitglied und unterstützt mich dabei, dass ich euch noch ganz viele spannende Situationen präsentieren darf. Liebe Grüße.